Da läuft eine rote Lampe, das heißt, wir können loslegen. Ich sehe, du hast eine Affinität für rote Lampen. Die Republika ist ein bisschen ein Ort zum Lernen. Und wenn man von den Besten lernen kann, dann sollte man das tun. Und du bist ja ein Internetkind der ersten Geschichte. Also als du so 12, 13 warst, warst du ja so der Erste bei Twitter. Wie war das so in deiner Kindheit? Naja, ich meine, wir haben damals noch sehr elementar getwittert. Twitter war ja durchaus also eine Basis, die man hatte, um sich zu kommunizieren. Mütter hatten das vor allem drauf, ja, und konnten dann so einen Tweet, der ging sehr schnell. Und man tat aber gut daran, möglichst nicht außer Schreibweite zu sein. Wenn Mama wieder getwittert hat, sollte man hurtigst wieder zurück sein. Du hast mir das mal erzählt, dass du mal von deiner Mama erwischt wurdest. Da warst du so 14, glaube ich, beim Snapchatten. Und das war damals bei dir nicht erlaubt. Das ist richtig. Vor allem war da immer noch die große Angst, dass dann Dinge ins Netz gelangen, die dort nicht hingehören. Denn natürlich war man als junger Mann mit 14 an Dingen interessiert, die zum Beispiel Facebook keinesfalls dulden würde, würden sofort löschen. Und außerdem sind Mamas ja immer sehr besorgt dafür, dass die Jungs nichts Falsches tun und dann plötzlich da Schlange stehen, die junge Mädchen vor der Haustür sind. Deswegen ja. Muss man mit Snapchat sehr aufpassen, damals insbesondere. Ich erinnere mich damals, du hast mir das erzählt, als zum ersten Mal Farbfilter verfügbar waren. Bisher war das ja nur schwarz-weiß damals. Richtig. Also wenn man das erste Mal mit Farbfiltern arbeiten konnte, da veränderte sich ja das Schwarz-Weiß. Ja? Also wenn du rot vor die Kamera geklemmt hast, hattest du ganz andere Hintergrundfarben, Grautöne eigentlich. Und Twitter in Grauton war richtig geil. Also das muss man ja wirklich sagen, man hat damals mit diesen Schwarz-Weiß-Tönen viel besser jonglieren können. Farbe ist ja ubiquitär, du hast 80 Millionen verschiedene Farben zur Verfügung. Es nützt sich ab, aber Schwarz-Weiß, wenn du nur 80 Grautöne hast, in denen du arbeiten kannst, große Klasse. Was waren da so deine Ideen damals, als du so 16 warst? Oh ja, zum Beispiel Der Sprengmeister, Magazin für angewandte Architekturkritik war so eines. Ja. Wir hatten auch mal ein Magazin geplant für ein Musikhaus, die Trompeten von Jericho, 2000 vor Christus bis heute. 1972 kam dann dieser große Bruch in der Technik, als im Prinzip dann Windows auf den Markt kam und einen mit grün-schwarz beglückte, ja, und einfachen Buchstaben auf einem Bildschirm, die man lesen musste und dergleichen Dinge mehr. Also dass diese ganze Vielfalt der Medien, die damals noch möglich war, die ist dann abgebrochen und eigentlich hat sich Microsoft von diesen Rückschritten nie erholt. Nee, auf keinen Fall. Ja. Also, aber man kann aber, glaube ich, zusammenfassend sagen, also Kinderchen, wenn ihr euch jetzt mal so einen Akustikwandler nochmal kauft und mal überlegt, wie das damals war, als man sich noch Farbfolien nochmal vor die Hülle des Telefons geklemmt hat, das waren echt noch Zeiten. Also das macht ihr nochmal, ja? Das probiert ihr nochmal aus. Es ist absolut empfehlenswert und es ist ja heute genauso wie in der Soundtechnik ist ja jetzt das High-End des High-Ends ist wieder eine Vinylplatte, wenn man rausgekriegt hat, es ist digital nicht zu schaffen. Ja, die können sich zerlegen. Die Vinylplatte auf so einem wunderbaren Acrylplattenspieler ist fantastisch. Ja, ist einfach was anderes. Und so wird man wieder zurückkommen zum analogen Film, der analogen Fotografie, dem analogen Twitter. Es wird eine Zukunft des Analogen werden, weil das Digitale ist irgendwann abgelutscht. Mit Recht. Ja. Tschüss.